So, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Oh, mein Vogel hat mir gerade in den Finger gebissen. Schön. Ich bin hier einfach gerade mal stehen geblieben. Dann kam hier der Typ, hat sich hierher gestellt, klimpert hier vor sich hin, zwischendurch rennt immer mal ein Hund durch. Ein Vogel setzt sich auf den Arm. Einfach schön. Einfach nur mal stehen bleiben und nichts tun. Und mein Pferd trampelt die ganze Zeit da hinten irgendwelche Leute über den Haufen. So. Hallo, Barnabas. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Cassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Hephalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komme klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ja, ja. Wir kommen schon irgendwann. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Darf ich das? Cassandra! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Ach, herrje. Jetzt sieht die nächste Assassinin. Bist du bereit? Jo. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt für ein Schiffchen bekommen. Naja. Er schwimmt. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta? Mhm. Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte. Er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Nein! Nicht!
Bitte nicht! Nein! Zahl für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Nikolaus! Halt! Nikolaus! Nein! Nikolaus! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Pater? Das ist ja eine super Wendung. Also ich soll jetzt meinen Papa töten? Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Super. Ubisoft präsentiert. Ach, das war bis jetzt nur Tutorial. Oder so ähnlich. Das wäre aber schon ziemlich lange gewesen. Aber schön. Jetzt sind wir unterwegs. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. Das ist jetzt mein Schiff. Mehrere Quests angenommen. Aha. Hallo Mannschaft. Ich bin euer Captain. Tine. Feuerfrei, Auftrag. Aha, das sind wieder Sachen, die zeitlich begrenzt sind, so wie es ausschaut. Kommando übernehmen. Kapitän, du bist zurück! A, beschleunigen, B, bremsen. Beruda! Ein Gut in Sicht! Sollte es werden! Schneller! Halte A plus links gedrückt. Wow. Schön. Wie komme ich hier zurück? Los!
Nee, hier soll ich nicht her. Dass das auf der Stelle drehen kann, wundert mich jetzt auch ein bisschen. Trifft. Schön. Das sind die Piraten hier. Das Schiffchen. Werdet ihr euch einig? Das war ja mal gar nichts. Ich muss näher ran. Erstmal gucken, wie das hier mit den Seeschlachten so funktioniert. So, warum? Haben wir sie? Alle einen Namen hier. Das sind alles Hauptmänner. Lass mal den Dicken hier weg. Runter mit dir. Hoppala, das war nicht meine. Ja. Das heißt, habe ich das Schiff jetzt hier erobert? Kann ich jetzt hier irgendwas damit machen? Oder muss ich zurück auf meins? Langsam habe ich den Bogen raus. In diesen Gewässern mittlerweile mehr Probleme. Ich habe gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Alles klar. Rekrutiere den besten Bogenschützen auf der Pirateninsel. Die Insel befindet sich vor der Küste von Pokis. Im südlichen heiligen Land des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Was für eine Insel?
Küste, vor der Küste von Pokis. Pokis, da ist Pokis. Gut, südlich vom heiligen Land des Apollo. Was auch immer das heilige Land von Apollo ist. Am Ufer liegt ein Schiffswrack. Also ich würde einfach mal zu der Insel hier fahren und dann gucken wir uns weiter um. So, was ist das jetzt hier noch? Kann ich da jetzt noch irgendwas? Auftrag Feuer frei. Athen hat die rote Flut nicht dulden, die sie von... 2 Tage. So. Wo muss ich dafür hin? Die Athener Anführer in der ganzen griechischen Welt. Ach du Heiliges. Das ist ja überall. Nee. Ich mache erstmal das. Was seid ihr für welche? Wow. Greif mich aber oft an. Ramen. Jawohl. Dann geht halt mal rüber da. So, dich haben wir. Dich auch. Ist immer noch einen übrig. Wird mein Schiff nach jeder Schlacht repariert? Oder wie ist denn das? Athener Hüftriemen und Olivenholz. Und jetzt wird es versenkt noch, oder wie? Treibgut kann ich jetzt mitnehmen. Geld und Olivenholz. Delfine. Ach, schön. Echt schön gemacht mit dem Schiff. Jetzt begleiten die Delfine. Ich dachte schon, das sind Haie im ersten Moment. Jetzt ist das Schiff wieder heil. Was haben wir hier? Ist auch irgendein Land. Oder ist es da, wo ich... Schaut aus wie ein ganz großes Schiff. H3 entdeckt. Was ist ein H3? Ach, das ist ein Ort. Athener Herrschaft. Okay. Nö, da will ich erstmal nicht hin.
Schaut auch cool aus. Es sind mehrere Schiffswerften und Zeug. Ich glaube, da ich ja von Sparta komme, bin ich auch erstmal für die Spartaner. Wir reisen ja auch unter roter Flagge, glaube ich, oder? Schaut denn das hier aus? Das ist ein Adler mit einer Schlange. Kann ich trotzdem auch mit Ikarus fliegen? Athen. Ach, dann bleibt aber mein Schiff stehen. Händler. Händler. Athener Pentokontere. Oder so ähnlich. Was könnt ihr noch? Heute sind die Götter mit uns, Cassandra. Die See ist ruhig und der Wind ist warm. Wunderschön. Oh ja, meine Liebe. Das ist schön. So, gucken wir mal. Da liegt doch ein Schiffswrack. Ich kreuz mal eure Schiffsstraße, was auch immer ihr hier veranstaltet. Frontal drauf, das bringt zwar nichts, aber ist mir wurscht. Ramen. Er versucht uns zu rammen. Eiskalt versenkt. Jawohl. Das Schiff holen wir uns noch. Jo, macht Spaß. Wow. Knack, runter vom Schiff. Was ist jetzt mit dem, der hier unten ist? Der ertrinkt. Sehr schön. Wenn ich die Schiffe plündere, also hier enter, dann kriege ich mehr raus, als wenn ich die jetzt zu Kleinholz zerramme. Das auch nochmal Piraten. Die schauen irgendwie stärker aus.
Heißt das, das ist jetzt eine Schwachstelle hier? Nichts passiert. Hey, yo. Nee, nee. Den müssen wir schon noch ändern. Da sind einige drauf. Uiuiui. Voilà. Weg mit dir. Weg mit dir. Yo. Der Ersäufter. Schon blöd, dass die Seeleute bei denen nicht schwimmen können. Atlantis-Streibkolben. Kann ich eigentlich unendlich viel angreifen und ändern? Weil irgendwann müsste ja meine Mannschaft auch mal, ja, ich sag mal, kaputt sein. Oder keiner mehr auf dem Schiff sein. Drachmen, Olivenholz. Also Holz und so kriegen wir da doch schon ganz schön rein. Da hinten auch noch was an. Genau, ein Lied. Olivenholz. Gut, dann lege ich hier mal an. Aber die Insel schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wenn's gefallen hat, denkt wie man's Däumchen. Und bis dahin, macht's erstmal gut.